Sack machen wir unter Paprikaschote. Erstmal zwei Eier. 2,5 den Löffel von Salz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Teelöffel von Gewürzknorr und ein bisschen Zwiebeln. Zwiebelnwürfel. Und ein bisschen Mehl. Jetzt können wir zusammen kneten. Schon Paprika habe ich schon die Kerne rausgenommen. Dann bringen wir weg zur Pfanne. So, da können wir unter Paprika Zote braten. Unser Paprika schon fertig gebraten. Das können wir da reingeben in den gekochten Wasser. Gewürze geben wir noch da rein. Also ich gebe 3 Teelöffel Salz dazu. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Dann Sekt kochen lassen. Geben wir ein bisschen Tomaten, also Ketchup dazu. Dann 4 Teller gebe ich da rein. So, dann lassen wir weiter kochen. Mein Paprikaschote aus. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß mit Kochen. Tschüss.